Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir die neue Fortnite Season 4 in Chapter 3. Ja, das ist der Hintergrund hier mit den neuen Skins aus dem Battle Pass und diesen chromfarbigen Untergrund da. Hat ja mit dem Thema zu tun, Leute. Ich bin jetzt echt hardcore gespannt. Wisst, die letzte Season an sich war eigentlich auch ganz gut. Aber die Waffenauswahl wirklich, das war auch mit einem Grund, warum es nicht so Spaß gemacht hat. Aber ich will euch auch nicht immer voll quatschen mit der Waffenauswahl. Und falls ich jetzt hier ein bisschen die Kamera oft einstelle oder allgemein bei OBS, liegt das daran, dass ich mich erstmal an das neue OBS-Overlay gewöhnen muss, weil OBS komplett neu aussieht seit dem Update. So, die Server sind jetzt online. Es ist 14.24 Uhr, Stand, wo ich das Video aufnehme. Ich habe jetzt wieder ein paar Mikrofoneinstellungen eingeleitet. Jetzt sollte die Quali wieder besser sein. Jetzt go. Jetzt sollte man nämlich nicht mehr das Rauschen meiner PlayStation so laut hören. Ich trinke gerade einen Tee. Ist auch massivst heiß, das Ding. Das Zeug. Alter. Ich bin immer noch erkältet. Für die, die nicht wissen, was los ist oder warum so wenig Videos kamen, guckt einfach mein Video gestern. Bin halt erkältet und krank. Letzten Wochenenden. Digga, ich zocke jetzt keine Apex Legends. Mal. Wird sich hier mal ein Trailer kommen? Ach komm, wir gucken jetzt hier mal den Trailer an. Battle Pass. Okay. So. Was für eine Mucke, Alter. Der riecht strange. Ja, Battle Pass kaufen. Wir holen uns hier den wunderschönen Battle Pass von Season. Jo, ich muss erstmal überlegen gerade. Paradigma, lol. Sabina. Achso, das ist noch ein Stil von der anderen Season. Was? Ich guck mir den Battle Pass mal an. Also, ich habe schon zwei, drei Bilder gesehen und die waren echt grottenschlecht, ehrlich gesagt. Okay, ein Herz, ja gut. Waffentarnung. Mucke. Oder Fortnite provoziert richtig rein. Digga, was? Okay, ein Anarchie-Rucksack. Ein Anarchie-Emblem, Banner-Symbol. Also Fortnite, ja, findet anscheinend jetzt hier Anarchie ganz geil. Oh mein Gott, was ist das für ein... Junge, ist der hässlich. Sieht auch mies hässlich aus. Ey, es wird safe ein Graffiti geben, wo ein Anarchie-Symbol halt ist, einfach als Graffiti. Ritz. Was? Was ist das für ein Skin, Junge? Warum ist die Lobby-Musik eigentlich aus? Weil ich mache jetzt Lobby-Musik mal an. Ja, natürlich, sonst ist die immer auf 80.000%, Junge. Hört man nicht. Na egal. Slurp. Ach du Scheiße. Der hässlicher Skin. Noch ein Katzer, Digga. Bah. Widerlicher Skin, echt, ey. Ja, das ist ganz lustig. Soll so ein Emo sein, ey. Bäh. Widerlich. Das denn, Junge? Also ich bin, sie hat jetzt meine ehrliche Meinung, und was hat das jetzt wieder mit Fortnite zu tun? Lennox Rose, irgendwas? Lennox Rose? Hä? Irgendwelche Anime-Skins? Digga, bringt doch mal normale rein.
Ey, es sieht so hässlich aus. Also für die, die, also ich bin natürlich wirklich ein Anime, also ich bin kein Hater oder so, aber ich finde das einfach scheiße. Für die, die Anime mögen oder diesen Stil, die finden das natürlich nice, aber ich finde das sowas von scheiße. Das ist meine Meinung einfach. Na gut, ist ganz lustig. Ey, das ist. Nicht ernst, ne? Junge, das ist doch nicht gut, du Bastard, ey. Death or das der. Der. Kann ich den Skin drehen? Nee. Ja, das ist hier so die anarchistische Linke von der Schule, halt, die es an jeder Schule gibt, so, ne? So sehen die immer aus. Kommunisten, Anarchisten, Sozialisten, was weiß ich nicht alles. Ey, das ist. Also Leute. Halten wir fest, wir haben gerade den Tiefpunkt von den Fortnite Battle Pässen erreicht. Das ist mit Abstand, wirklich, ich sage jetzt hier wirklich klipp und klar, mit Abstand der schlechteste Battle Pass, den es jemals in Fortnite gab. Ich meine, Junge, ich finde es ja an sich okay, ja, bringt halt Symbole aus der linksextremen, linksradikalen, antifaschistischen Szene rein, ein fucking Anarchie-Symbol, so die Kiddies wissen nicht mal, was das heißt. Ja, Ding jetzt, ah, cool, ah, oh, das tragen immer die Punks, die Nazis zusammenschlagen. Oh ja, wir sind für Anarchie, wir sind für Chaos, wir sind für keine Demokratie, wir sind für was weiß ich und hier so ein Scheiß, also wirklich. Also, wenn dich so ein Anarchist killt, Junge, da wird's ja wirklich, also da wird's ja freiwillig der AfD beitreten gefühlt, Junge, wirklich, ey, es ist ja so lame, so hässlich. Wenn wir jetzt hier diesen Null-Dingens mal. Ben. Ach ja, neuer Shop. Haben wir ja 2 Uhr schon. Wow. Checkt irgendwer, warum Sommerskins drin sind. Draußen regnet es, es sind 11 Grad. Wir haben Herbst. Ja, gut. Offiziell ist noch Dingens. Noch, wie heißt, ihr wisst schon, Taschenmungo, oha, Junge. So, ich gehe jetzt hier mal in eine wunderbare Solo-Runde rein. Ich muss kurz mal ein Badfenster zu machen. Wie ihr mitbekommen habt, Leute, bin ich jemand, der nichts von linker Idiotie oder Ideologie hält. Wozu natürlich Anarchismus zählt. Man kennt es ja, die Punks aus der Stadt oder aus dem Dorf. Immer mit fetten Anarchie-Pin oder Anarchie-Tattoo. Ah, fuck, jetzt habe ich das Mikro weggeboxt aus Versehen. Die mit fetten Anarchie-Symbolen rumlaufen und sich ganz krass fühlen, weil sie denken, ja, wir sind in der dritten Welt und. Naja, Fortnite. Es wäre wie wenn jetzt jemand einfach mal ein Hakenkreuz als Patch reinbringen würden, da würde auch jeder rumheulen. Deswegen mach mal weiter so Fortnite, das ist dann die totengeile Endzeitparty, sage ich nur. Was ist denn, Digga? Okay, Sniper, ja, muss. Bitte sag, es gibt die alte Pumpgun, bitte, Digga. Ich sehe die Hebelflinte, okay, ja, die MP hier, die ist geil. Hebelflinte, oh nee, ey. Weiß ich, Digga. Bockt jetzt auch nicht. Alter, wie sieht denn das aus, Junge? Da drüben ist halt alles Chrom jetzt. Ich land mal da drüben. Da ist ein Tornado, Junge. Das ist ab, also die Season, Digga, wirklich, das ist bis jetzt echt wieder ein neuer Tiefgrund. Die meisten tolerieren ja Anarchie.
Also für die, die nicht wissen, was Anarchie ist, Anarchie heißt, bedeutet so viel wie Gesetzlosigkeit oder Selbstjustiz. Quasi, dein Nachbar geht dir auf den Sack, zündet mal sein Auto an. Also gibt mal bei YouTube G20-Gipfel ein, dann seht ihr mal, was Anarchie bedeutet. Krawalle auf den Straßen waren das damals in Hamburg, wegen den Politikern, die sich da versammelt haben. Klar, ich bin auch gegen die Politiker, also gegen die Etablierten und gegen Globalisierung. Es halt auch alles dämlich ist, aber Anarchie ist eine Bedrohung für unser Land. Was ja Linksextremismus genauso ist. Genau, also jeder Extremismus. Echo irgendwas, Digga, was zum. Oh nein. Oder ich checke gar nichts. Jetzt hier ein Gegner. Wie heißt der Ort? Lutus Lagoon, Junge. Was ist das? Oh, Schelm. Bleiben. Schellen, Junge. Keine Ahnung, was der kann. Ach, Bruder, Hebelflinte, ey. Muss das sein? Also, wenn jetzt hier nicht irgendwo die OG Pump ist, Digga, dann weiß ich nicht, wie wenig Fortnite bitte in letzter Zeit auf die Community hört. Ist das jetzt hier eine Galia AR aus? Also, die sieht aus wie die Galia AR von Counter-Strike, ganz ehrlich. In der Müll. Nein. Bin so am Arsch. Oh mein Gott, ja. Geil, die LMP. Oh, GMP. Ja, man weiß nie, wo ein Gegner ist. Nicht unbedingt fixen. Ach, Bruder. Ey, der Tornado sieht echt episch aus, finde ich. Das ist für die Luftballons sieht geil aus. Also. Haut mich map-technisch nicht um, aber kann sich blinken lassen jetzt, sag ich mal so. Aber ich brauche unbedingt mal eine Liste von den ganzen Waffen, die drin sind. Wie hart willst du eigentlich reinspitzen, du Missgeburt? Ja, ach komm, komm. Von dem Aura gekillt, von dem Aura gekillt. Aura, du bist ein Untermensch, wir wissen es. Ja. Alter, was ist das, ey? Wir gehen jetzt mal in Spielwiese rein, dann kann ich euch mal die ganze Map zeigen. Ich will jetzt natürlich selber sehen, was jetzt hier Phase ist eigentlich auf der Map. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es nochmal ein politisches Video allgemein so über die ganze Scheiße, die hier gerade abgeht. Oder warum geht mir jetzt die mit Mündung auf den Sack? Na egal. Kampflabor heißt der Rotz ja, na nicht öffentlich. 80.000 EP bis zum nächsten Level, ey, das ist ja auch wieder Lockjam Junction. Na ja, gut, so hieß der Ort ja vorher schon. Der einfach wie vorher war, also auch verarsche eigentlich. Ich frag mich, was sich jetzt an den Orten dann geändert hat. Wenn hier ist jetzt irgendwie Herbst, passt ja. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ach, ey, der Battle Pass ist wirklich. Schlimmer geht es nicht. Das ist ein Disclaimer an alle, kauft euch den Battle Pass wirklich nicht, also. Oh, es hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun, also die letzte Season Battle Pässe waren ja schon nicht unbedingt geil, ja. Allerdings war der, also der letzte, der ging so, ne, muss ich sagen, der ging noch im Vergleich. Aber das hier ist wirklich, also schlechter als alles, was jemals geboten wurde, ist das wirklich, mit Abstand. Leute, der Realitätsbaum ist jetzt verkommen. Ja gut, der schwebt einfach nur. Ah, jetzt. Ja, das ist schon hardcore an
Wie hieß denn das hier damals? Diese Orte davon, Season 6, Chapter 2, da, ihr wisst, was ich meine, diese hässlichen Orte. Dann sind ja eigentlich keine Autos, Junge. Wenn man da tiltet. Also die Season, ey, wirklich. Also ich bin gerade auch sowieso wie jeder Jugendliche in einer Situation, wo man sich politisch, wo man politische Interessen versucht zu entwickeln und sich natürlich mit verschiedenen Organisationen und Parteien und Politikern auseinandersetzt, wobei man eigentlich eh nur Scheiße mitkriegt, zumindest aus dem Bundestag, wie Linksextremismus verherrlicht wird oder sonstiger Rotz oder Genderideologie einen aufgezwungen wird. Egal was. Schwebt das jetzt eigentlich alles? Sieht irgendwie lustig aus, keine Ahnung. Passt aber null eigentlich, finde ich. The fuck, Junge. Hat mal wieder was Neues, ne? So, respawn ich mal. Oder warte, wir gehen mal zum Zentrum. Im Osten. Ja gut, das schwebt halt auch dann, also ich glaube, das ist jetzt nicht sehenswert. Alter, was ist das denn? Eine Festung, Junge. Was aus? Alles Chrom. Das erinnert mich halt mit den Würfeln damals. Also diesen 7, Chapter 2, da war das ja so, da gab es diesen Würfelort, da wurde das quasi von den Würfeln alles so verseucht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was man das jetzt bezeichnen könnte. Auf jeden Fall sah dann alles nach diesen Würfeln, Kevin-Würfeln aus. Also irgendwie sieht es episch aus, aber irgendwie sieht es auch mies hässlich aus, finde ich. Oh, ich meine, das ist ja dann Chromfarben einfach. Geil. Ich glaube, Leute, es ist. Was? What the fuck? Das ist ja wie bei dem Sand damals von. Oh, bitte, bitte sag, die Schruffin ist gut, Digga. Nicht schon wieder. Wie beenden? Komm. Junge, geh doch raus aus diesem Drecksding. Was ist das für eine Pump, Digga? Ah, Fortnite, ey. Ihr habt so reingeschissen. Na gut, eine Burst, ja. Endlich mal wieder. Ey, aber diese neuen Waffen, nee, Fortnite, ich finde das einfach beschissen mit diesen neuen Waffen. Und das sehen nicht nur ich so, das sehen Millionen so. Das sage ich euch. Guckt euch die ganze Meinung von den Pros, von den Streamern, von jedem an. Jeden Casual-Spieler, jeden, der irgendwie, weiß ich nicht. Was ist das, Fortnite? Ihr fickt euch hier selber in den Arsch gerade. Ja, der Ort ist jetzt auch nicht so geil. Also, es sieht zwar an sich cool aus irgendwie, aber. Bringt doch mal eine normale Festung rein, nicht so hässige Chrom-Scheiße hier. Was ist das, Digga? Also gefällt mir jetzt nicht so ganz. Aber wie gesagt, Fortnite, die hören schon ewig nicht mehr auf die Community. Es ist einfach so, man merkt ja. Alter. Dass man sich in Chrom verwandelt, das ist schon blöd. Hat sich doch eh nichts verändert. Eh nicht. Ach komm. Also das ist wirklich lächerlich. Das ist schon hardcore lame hier, wirklich. Bringt neue Orte. Was ist das für ein Trash hier? Chrome Orte, ey. Weißt du, das ist ja auch schon lame an sich. Weil die Orte jetzt einfach nur eine andere Farbe haben. An sich sind die Orte gleich geblieben. Ey, wirklich, es ist einfach nur lame. Na ja, gut, das sieht von hier bis jetzt cool aus, so an sich nur der Ort, aber ich werde nochmal irgendwann ein Video dazu machen. Fortnite, und das ist einfach ausstirbt Spiel. Na ja, gut, da würde ich sagen, Leute, haut rein und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao. Ich habe zweimal haut rein gesagt.